Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend wieder einmal zu einer Veranstaltung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand begrüßen zu können. In der aktuellen Situation weiten wir unser Angebot nach und nach aus, und dazu gehört auch der heutige Abend, als Livestream, aber auch am Abend des 19. Juli 2020, der Vortrag von Professor Peter Steinbach über Eugen Bolz und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Der heutige Vortrag war als Begleitveranstaltung zu unserer Sonderausstellung geplant, die über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus am Kriegsende informieren wird. Eigentlich wollten wir diese Ausstellung bereits am 8. Mai 2020 eröffnen. Dies war aber aus den bekannten aktuellen Anlässen nicht möglich und wird jetzt am 19. Juli 2020 der Öffentlichkeit übergeben werden. Den Katalog zur Ausstellung können Sie sich aber heute schon bereits über unsere Webseite herunterladen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Diese Ausstellung zeigt sich umfassend, wie sich Menschen am Kriegsende noch gegen die nationalsozialistische Diktatur gewehrt haben. Der Vortrag heute Abend nimmt eine dazu ergänzende Perspektive ein und soll zeigen, wie die nationalsozialistische Unrechtsjustiz jede Form von Kritik und Widerstand unnachsichtig auch noch in den letzten Wochen und Tagen des Zweiten Weltkrieges verfolgte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ende 1944 konnte jeder Deutsche und konnte jede Deutsche sehen, dass der Krieg verloren war. Jeder weitere Kampf war sinnlos und kostete weitere Menschenleben. Der nationalsozialistische Unterdrückungsapparat arbeitete jedoch weiter. Schätzungen gehen davon aus, dass von den über 750.000 Menschen, die in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern am Jahresanfang 1945 inhaftiert waren, mehr als 250.000 die Befreiung nicht erleben sollten. Sie wurden erschossen, erschlagen oder starben auf Todesmärschen. Doch nicht nur der Terrorapparat von Gestapo und SS forderte bis zum Kriegsende unzählige Opfer. Wenn ich heute über Justizmorde der letzten Stunde spreche, dann bezieht sich das tatsächlich auf die Tatsache, dass in Berlin-Plötzensee noch am 18. April 33 Menschen mit dem Fallbeil enthauptet worden sind. Die letzten 28 Hinrichtungen erfolgten in Brandenburg am 20. April 1945 an Hitlers letztem Geburtstag. Plötzensee und Brandenburg wurden wenige Tage danach befreit. Die deutsche Justiz kam in den letzten Kriegsjahren weiterhin mit härtesten Mitteln ihrer Aufgabe nach, den nationalsozialistischen Staat zu schützen. Justizminister Otto Thierack formulierte das im ersten Richterbrief 1942 so, ich zitiere: In einer Zeit, in der die Besten unseres Volkes an der Front ihr Leben einsetzen und die Heimat unermüdlich für den Sieg arbeitet, ist kein Platz für Verbrecher, die diesen Gemeinschaftswillen zerstören. Die Justiz muss daher erkennen, dass es ihre Aufgabe ist, im Kriege die Verräter und die Saboteure der inneren Front zu vernichten. Die Gesetze bieten genügend Handhabe hierzu. Die Heimat ist der Front dafür verantwortlich, dass im Lande Frieden, Ruhe und Ordnung herrschen. Diese hohe Verantwortung trägt nicht zuletzt der deutsche Richter. Zitat Ende. Recht hatte vor den Nationalsozialisten etwas mit Gerechtigkeit zu tun, hier nicht mehr. Ein zentrales Instrument zu dieser von Thierack geforderten Vernichtung der Verräter und Saboteure war die Todesstrafe, die in Deutschland seit 1933 und besonders seit 1939 immer weiter auf immer mehr Delikte ausgeweitet worden war. Sie wurde umfassend auch in den Jahren 1944 und 1945 eingesetzt. Wer zum Opfer dieser Justizmorde bis zur letzten Stunde im Raum Berlin-Brandenburg wurde, dieser Frage will ich im Folgenden ebenso nachgehen wie den Ereignissen im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges. Ich bitte schon jetzt um Ihr Verständnis, dass ich die eine oder andere Zahl und den einen oder anderen Namen in diesem Vortrag nennen werde. Aber es geht um Menschen, es geht um Proportionen, es geht um Unrechtsjustiz. Die 1879 eröffnete Strafanstalt Plötzensee bot Platz für etwa 1200 Gefangene, die vor allem kürzere Straftaten
die vor allem kürzere Strafen verbüßten. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde das Strafgefängnis zum Ort zahlreicher Hinrichtungen der Unrechtsjustiz. Zwischen 1933 und 1937 wurden in Plötzensee insgesamt 57 Menschen auf mittelalterliche Art und Weise mit dem Handbeil morgens auf dem Gefängnishof enthauptet. Seit Mai 1935 wurden dann mehr als 2400 Menschen mit einem neu errichteten Fallbeil in einem früheren Arbeitsschuppen enthauptet. Ende 1942 wurde dann im Hinrichtungsraum ein Stahlträger eingezogen, an dem 8 Eisenhaken befestigt waren. An diesem Galgen wurden im Dezember 1942 zuerst Angehörige des Widerstandsnetzwerks Rote Kapelle, in den sogenannten Blutnächten von Plötzensee im September 1943 mehr als 250 zum Tode Verurteilte im Rahmen einer Massenhinrichtung und schließlich im Herbst 1944 viele der am Umsturzversuch vom 20. Juli beteiligten Widerstandskämpfer erhängt. Insgesamt wurden zwischen 1933 und 1945 im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee mehr als 2880 Gefangene aus 21 Nationen enthauptet oder erhängt. Die Funktion von Plötzensee im letzten Kriegsjahr ist klar zu beschreiben. Es war Untersuchungsgefängnis, vor allen Dingen für Gefangene des sogenannten Volksgerichtshofs, Strafvollstreckungsort für kleinere Gefängnis- und Zuchthausstrafen und eine von zwei Richtstätten im sogenannten Kammergerichtsbezirk, also im Raum Berlin-Brandenburg. Hitler selbst hatte sich im Herbst 1943 darüber beschwert, dass bei Todesurteilen zu viel Zeit bis zur Urteilsvollstreckung vergehen würde. Daher bestimmte dann das Reichsjustizministerium das Zuchthaus Brandenburg-Görden zur zweiten Richtstätte des sogenannten Volksgerichtshofs. Die Gefangenen wurden in Berlin verurteilt und wenige Tage später zur Ermordung nach Brandenburg gebracht. In Plötzensee wurden weiterhin sämtliche Todesurteile gegen weibliche Gefangene des Volksgerichtshofs vollstreckt, gegen einen Teil der deutschen männlichen Gefangenen des Volksgerichtshofs und gegen diejenigen, die von den Berliner Sondergerichten zum Tode verurteilt waren. Das heißt, wenn ich einen Überblick über die Justizmorde im Raum Berlin-Brandenburg in der letzten Phase des Krieges gewinnen will, muss ich auch einen Blick auf Brandenburg-Görden werfen. Insgesamt wurden seit Jahresanfang 1945 in Plötzensee 115 Männer und 20 Frauen durch das Fallbeil, in Brandenburg 191 Männer durch das Fallbeil oder in einigen Fällen durch eine Exekution ermordet. Das heißt, wir haben 326 vollstreckte Todesurteile in den letzten Monaten der nationalsozialistischen Diktatur. 198 Todesurteile richteten sich gegen Deutsche, 64 gegen tschechische Bürger, 28 gegen Franzosen und 35 gegen andere Angehörige anderer Nationen. Ist es nur der Volksgerichtshof gewesen? Nein. Viele Spruchkörper der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz waren an den Todesurteilen beteiligt. Der Volksgerichtshof war in der Tat für 194 Todesurteile verantwortlich, die Sondergerichte für 86, das Kammergericht, das ja für Berlin die Funktion eines Oberlandesgerichts einnimmt, verantwortete 25 Todesurteile. Ein Blick auf die Delikte zeigt, dass schwerste Sanktionen vor allen Dingen gegen deutsche und tschechische politische Gegner, gegen Kritik an der nationalsozialistischen Führung und gegen angebliche Schwerkriminelle, die aber keine Schwerkriminellen waren, erfolgten. 158 Menschen wurden wegen Hochverrat oder Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt, also wegen politischer Delikte. 58 wurden wegen Wehrkraftzersetzung, also wegen kritischer Äußerungen gegen das Regime verurteilt, 9 wegen anderer politischer Delikte und 89 als sogenannte Kriminelle. Und die vollstreckten Todesurteile des sogenannten Volksgerichtshofs im Untersuchungszeitraum richteten sich vor allem gegen mindestens 64 tschechische Widerstandskämpfer, gegen mehr als 50 Personen wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung sowie gegen mehr als 40 deutsche Kommunisten, darunter auch 2 Frauen, und gegen 23 Beteiligte am Umsturzversuch des 20. Juli 1944. All dies in den ersten
dreieinhalb Monaten des Jahres 1945. Und damit bestätigt sich auch für die Endphase der Befund von Klaus Marxen, dass der Volksgerichtshof zum einen, ich zitiere, ein Gericht zur Sicherung eroberter Gebiete sowie zur Bekämpfung des linken Widerstandes war. Zitat Ende. Doch immer größer wurde der Anteil der sogenannten Wehrkraftzersetzer und Defätisten an den Todesurteilen. Damit sollte, und ich komme auf das Zitat Thiraks am Anfang zurück, die sogenannte Heimatfront wieder stabilisiert werden. Klaus Marxen hat es einmal so formuliert, ich zitiere, die grausame Urteilspraxis sollte mehr bewirken als die Vernichtung politischer Gegner. Beabsichtigt war auch, Angst und Schrecken zu verbreiten, um Widerstand im Keim zu ersticken. Zitat Ende. Die Vielzahl der Todesurteile 1944-45 gegen tschechische Widerstandskämpfer betraf nach jetziger Gegnis vor allen Dingen zivile Gegner der nationalsozialistischen Okkupation, aber auch ehemalige tschechische Offiziere, die versucht hatten, neue militärische Formationen vorzubereiten. Die Todesurteile gegen Angehörige des kommunistischen Widerstands richteten sich vor allem gegen Mitglieder jener Gruppen, die sich in Berlin um Anton Sefko, Franz Jakob und Bernhard Bestlein geschart hatten und sich den Zielen des Nationalkomitees Freies Deutschland verpflichtet fühlten. Hier wurden 1944-45 mindestens 68 Todesurteile vollstreckt. Während die meisten Todesurteile des Volksgerichtshofs also ab 1943 in Brandenburg vollstreckt wurden, galt dies nicht für die am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 Beteiligten. Ihre Todesurteile wurden zumeist in Plötzensee durch Erhängen vollstreckt. So wurden im Januar 1945 die bereits im Oktober und Dezember 1944 zum Tode verurteilten Julius Leber, Erwin Planck und Eugen Bolz erhängt. Im Februar 1945 die bereits im September und Oktober 1944 zum Tode verurteilten Johannes Popitz und Karl Gördeler. Auch Todesurteile, die der sogenannte Volksgerichtshof im Januar 1945 etwa gegen Helmut James, Graf von Moltke, Franz Sperr, Reinhold Frank und andere sprach, wurden zumeist nach wenigen Tagen vollstreckt. Auch nach Freislers Tod am 3. Februar 1945 kam es zu weiteren Todesurteilen. Fritz Gördeler, Franz Leuninger, Fritz Vogt, Hasso von Böhmer und zuletzt Ewald von Kleist-Schmenzin sind hier zu nennen. Am 9. April 1945 wurde um 10.05 Uhr das letzte Opfer im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 zu Tode gebracht. Ewald von Kleist-Schmenzin. Er war am 15. März 1945 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden. In diesem Zusammenhang ist auf drei merkwürdige Sonderfälle hinzuweisen. Am 15. Januar 1945 wurden in Brandenburg Hermann Schöne und Adolf Friedrich Graf von Schack erschossen. Am 12. März 1945 dort auch Friedrich Fromm. Diese Erschießung war eine Begnadigung vom Tod durch Erhängen, die von Hitler oder dem Reichsjustizminister diesen Offizieren zugestanden worden war. Wirklich eine merkwürdige Form der Gnade. Ansonsten wurde die Spruchpraxis in der Ära nach Freisler etwas milder. Auch die Staatsanwälte und Richter des sogenannten Volksgerichtshofs wussten natürlich um das nahende Kriegsende. Einige Zeitstrafen verhängten sie noch am 19. April 1945 und die letzte bekannte Hauptverhandlung in diesem Sachkomplex sollte noch am 21. April 1945 stattfinden. Berlin war von der Roten Armee eingeschlossen. Überall in der Stadt war die sowjetische Artillerie zu hören. Der Vorsitzende Krone erschien im Kammergerichtsgebäude am Kleistpark. Ebenso die drei angeklagten Pfarrer Hans Böhm, Günther Harder und andere, die Arthur Nebe Fluchthilfe geleistet hatten. Ein Richter, ein Präsident war da, die Angeklagten waren da, aber weder die übrigen Richter noch der Staatsanwalt oder die Verteidigung allerdings erschienen, sodass der Termin vertagt werden musste. Er kam natürlich nicht mehr zustande. Insgesamt hatte der Volksgerichtshof im Zusammenhang mit dem 20. Juli bis dahin 104 Todesurteile gesprochen.
20, denn Plötzensee im Frühjahr 1945 vollstreckten Todesurteile des sogenannten Volksgerichtshofs richteten sich gegen Frauen und diese zumeist wegen regimekritischer Äußerungen. Und es ist mir wichtig, im Folgenden einiges davon zu zitieren, um den Geist der Richter deutlich zu machen, die im Frühjahr 1945 in der Unrechtsjustiz tätig waren. Gertrud Seele wurde am 12. Januar 1945 hingerichtet. Im Urteil gegen sie hieß es, Zitat, sie hat die Staatsführung in den gemeinsten Ausdrücken beschimpft. Den Führer einen Strolch, Plebs, Abenteurer und Kriegsverbrecher genannt, dem wir es zu verdanken hätten, dass wir wie die Russen leben müssten. Sie hat in verschiedenen Redewendungen den Krieg als für uns verloren erklärt und darüber ihre größte Freude zum Ausdruck gebracht. Zitat Ende. Begründung des Todesurteils. Am 12. Januar 1945 starb unter dem Fallbeil von Plötzensee Mathilde Hengefeld. Sie war bereits am 4. August 1944 gemeinsam mit ihrem Ehemann Wilhelm und vier anderen Frauen sowie einem weiteren Mann wegen ihrer Aktivitäten für die Internationale Bibelforschervereinigung, also für die Zeugen Jehovas, zum Tode verurteilt worden. Die anderen Todesurteile wurden alle bereits 1944 vollstreckt, aber da Mathilde Hengefeld niederländische Staatsangehörige war, verzögerte sich die Urteilsvollstreckung bis zum Januar 1945, 5 Monate lang. Anna Rupp war 23 Jahre alt, als sie am 19. Januar 1945 enthauptet wurde. Der ganze rassistische Charakter des Denkens dieser Richter wird aus dem Urteil gegen sie erkennbar. Im Todesurteil wird sie bezeichnet, Zitat, als eine auch sonst verkommene Person, Zitat Ende, die, Zitat, sich nicht nur an Franzosen weggeworfen hat, sondern auch in Gegenwart eines Franzosen schwer zersetzende und unsere Soldaten beleidigende Ausführungen, Zitat Ende, gemacht hatte. Sie hat sich an Franzosen weggeworfen. Die Schneiderin Elisabeth Mill, am 26. Januar 1945 hingerichtet, ihr war vorgeworfen worden, Zitat, durch unflätige Hetzreden gegen den Führer den Widerstandswillen des deutschen Volkes untergraben und so den Feindmächten Vorschub zu leisten gesucht zu haben, Zitat Ende. Sie war von einem Untermieter denunziert worden. Es ist bestürzend zu sehen, in wie vielen Fällen sogenannter Wehrkraftzersetzung eine Denunziation von Freunden, Mitbewohnern, Ehefrauen, Ehemännern oder Verwandten die Ursache war. Die nationalsozialistische Justiz war jedoch nur zu gerne bereit, in diesen Fällen Todesurteile zu sprechen. Spätestens nach der sowjetischen Offensive Mitte Januar 1945 wussten auch die führenden Juristen des NS-Regimes, dass der Krieg verloren war. Und nach den verheerenden Luftangriffen auf Berlin am 3. Februar 1945 schien der Berlin-Potsdamer Raum nicht mehr sicher zu sein. Der Volksgerichtshof, nach 1944 bereits nach Potsdam ausgewichen, wollte jetzt weiter in den Süden. Und so teilte das Reichsjustizministerium am 6. Februar 1945 mit, Zitat, nach Entscheidung des Herrn Ministers sollen die wegen Hoch- und Landesverrats einsitzenden Untersuchungsgefangenen des Volksgerichtshofs von Berlin nach St. Georgen Bayreuth verlegt werden, wo der Volksgerichtshof sodann seine Sitzungen abhalten wird. Etwa 220 männliche Gefangene sind heute mit dem Schiff von Berlin abgefördert und sollen sodann von einem noch nicht bestimmten Ort mittels Sondertransport nach St. Georgen Bayreuth weiter befördert werden. Zitat Ende. Das heißt, man hatte einen alten Lastkahn genommen, ihm im Westhafen mit Gefangenen aus Tegel und Plötzensee vor allen Dingen gefüllt. Und als dieser Kahn in Berlin dann losfuhr, wusste man noch nicht, wohin er fahren würde. So die guten Planungen. Es waren übrigens nicht nur Untersuchungsgefangene dabei, sondern auch Zuchthausgefangene, wie etwa der spätere Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, der später über die Realität dieses Transportes berichtete. Zitat, im Hof fassten wir ein Essgeschirr, eine dünne Matratze und eine Decke.
Dann ging es ab zum Hafen. Ein breitbauchiger Kohlenkahn mit Wellblechabdeckung und schmalem Einstieg nahm die von überall her anrückenden, jämmerlichen Häuflein von Gefangenen auf. Ich weiß nicht, wer den Namen für den alten Kahn aufgebracht hat. Jedenfalls hieß er eines Tages Arche Noah. Zunächst war er nur ein mit wenig Mann zu bewachendes, schwimmendes Gefängnis. Zitat Ende. Und über das Berliner Kanalsystem wurde dann am 6. Februar der Kanal auf die Elbe gebracht. Im sächsischen Coswig bei Dresden wurden die Gefangenen in Güterwagen verladen und nach Bayreuth transportiert. Wie viele Häftlinge auf dem Transport starben, ist unbekannt. John Sieber hat recherchiert, dass das Zugangsbuch des Zuchthauses Bayreuth für den 17. Februar 1945 nur 201 Zugänge verzeichnet. Danach hätten mindestens 19 Gefangene die 11 Tage des Transports nicht überlebt. Einige andere starben noch in den Tagen danach im Bayreuther Zuchthaus. Fast unnötig zu sagen, dass natürlich die Kriegsereignisse die Planungen des Reichsjustizministeriums über den Haufen warfen und es fanden dort keine Verhandlungen des Volksgerichtshofs mehr statt. Das Zuchthaus Bayreuth wurde von amerikanischen Truppen am 14. April 1945 befreit. Soweit zum sogenannten Volksgerichtshof. Die Aufgabe des Kammergerichts in Berlin bestand in dieser Zeit vor allem in der Verfolgung des linken Widerstandes und in der Verfolgung regimekritischer Äußerungen. Dies waren alles Verfahren, die an das Kammergericht vom Volksgerichtshof abgegeben worden waren, das so, wie es Roland Freisler bezeichnete, als Außenstelle des Volksgerichtshofs arbeitete. Auch hier ging es vielfach um Abschreckung und nicht nur um eine Bestrafung des Täters. Walter Neugebauer war im November 1944 vom Kammergericht zum Tode verurteilt worden und am 30. November 1944 bereits in Berlin Plötzensee enthauptet worden. Aber erst 2 Monate später, und deshalb fällt es in diesen Untersuchungszeitraum mit rein, erschien dann eine Zeitungsnotiz. Übrigens sowohl in der Deutschen Allgemeinen Zeitung als auch im Völkischen Beobachter gleichlautend. Zitat: Walter Neugebauer aus Finkenkrug hat jahrelang englische und amerikanische Sender abgehört. Er verbreitete die Feindmeldungen im Kreise seiner Verwandten und Bekannten und versuchte ihren Glauben an den Sieg und ihre Einsatzbereitschaft wankend zu machen. Der schamlose Verräter hatte sich deshalb vor dem Kammergericht zu verantworten, das ihn zum Tode verurteilte. Das Urteil ist bereits vollstreckt worden. Zitat Ende. Also, hier hatte jemand Rundfunk gehört und dann mit Verwandten und Bekannten darüber gesprochen. Dies reichte für ein Todesurteil aus. Tatsächlich wurden in Brandenburg-Görden insgesamt 25 Todesurteile des Kammergerichts vollstreckt, 8 wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung, 17 wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Vorbereitung zum Hochverrat, das waren in dieser Zeit vor allen Dingen kommunistische Widerstandskämpfer, etwa Angehörige der kommunistischen Betriebsgruppe in der AEG-Turbinenfabrik in der Huttenstraße in Berlin-Moabit. Diese Gruppe unterstützte in den Kriegsjahren die Familien von politisch Verfolgten mit Geld und mit Lebensmittelmarken, gab Flugblätter weiter und verbreitete Auslandsnachrichten. Es war ein Spitzel, den die Gestapo auch in diese Gruppe einschleuste. Und die meisten Festnahmen erfolgten dann im Februar 1945. 6 Widerstandskämpfer aus dieser Gruppe wurden einen Monat später vom Kammergericht zum Tode verurteilt und im April 1945 in Plötzensee enthauptet. Die betriebliche Widerstandsgruppe im AEG-Werk Hydrawerk in der Trondheimer Straße in Gesundbrunnen verteilte Flugblätter und verbreitete auch Auslandsnachrichten. 7 dieser Gruppe wurden im März 1945 deswegen vom Kammergericht zum Tode verurteilt und am 13. April 1945 in Plötzensee enthauptet. Bei der großen letzten Hinrichtungsaktion am 18. April starben noch die 3 kommunistischen Widerstandskämpfer Georg Leichtmann, Willy Bartsch und Wilhelm Scheller unter dem Fallbeil von Plötzensee. Das Kammergericht hatte auch, wie der Volksgerichtshof, Verfahren wegen Wehrkraftzersetzung zu behandeln. Und hier zeigt es sich, dass die abenteuerlich anmutenden Begründungen ähnlich waren wie die des Volksgerichtshofes. Alwin Held wurde am 15. Januar 1945 enthauptet, weil er gesagt hatte, Zitat: Findet sich denn niemand, der für Hitler eine Kugel übrig hat?
Zitat Ende. Max Peters erlitt am 26. Januar 1945 dasselbe Schicksal, weil er Hitler als, Zitat, Lügner, Betrüger, Mörder und Zuhälter bezeichnet hatte. Der Potsdamer Kaufmann Franz Hübner wurde zum Tode verurteilt, weil er unter anderem im Mai 1944 geäußert hatte, Zitat, nicht mehr lange, dann werden Hitler, Himmler und Goebbels gehängt, das heißt, wenn sie es nicht selbst vorziehen, sich vorher aufzuhängen. Zitat Ende. Todesurteil. Gustav Elfert wurde von seiner Hauswartsfrau denunziert. Er sollte gesagt haben, Zitat, die Ochsen da vor Stalingrad sind schön dämlich, dass sie so kämpfen. Sie sollten lieber überlaufen und sich nicht totschießen lassen. Sollten lieber die Obersten nach vorn geben, aber die lassen lieber die Arbeiter kämpfen. Zitat Ende. Der Bankkaufmann Hermann Hoffmann thematisierte 1943 mehrfach die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Zitat, Himmler ist ja auch nicht besser als Stalin, denn er hat ja auch schon viel Blut an seinen Händen kleben. Er hat schon viele schuldlos um die Ecke gebracht. Wenn das Buch über die Konzentrationslager einmal geschrieben wird, dann werden die Gräueltaten alle aufgedeckt werden. Ich hasse den Nationalsozialismus. Es ist eine Schande, dass die Juden so von Deutschland behandelt worden sind. Zitat Ende. Hermann Hoffmann wurde von seinem Arbeitgeber denunziert und am 19. Februar 1945 nach dem Todesurteil in Brandenburg-Görden enthauptet. Ein letztes Beispiel. Der Maurermeister Karl Blessing wurde von einer Nachbarin denunziert, in deren Gegenwart er sich mehrfach regimekritisch äußerte. Er soll gesagt haben, dieses ganze Morden würde aufhören, wenn sich unsere Soldaten umdrehen und die Führung dieser Hunde über den Haufen knallen würden. Zitat Ende. Dies sind nur Beispiele für Todesurteile wegen regimekritischer Äußerungen. Todesurteile gegen politische Gegner, gegen deutsche und tschechische politische Gegner, Todesurteile wegen Regimekritik. Aber mit derselben rücksichtslosen Härte, mit der die am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 Beteiligten verfolgt wurden, mit der Härte, die auch kommunistische Widerstandskämpfer und regimekritische Äußerungen traf, wurden auch einfache kriminelle Handlungen bestraft, vor allem Eigentumsdelikte. Hier waren die Berliner Sondergerichte zuständig, die im Frühjahr 1945 vor allem Straftaten deutscher Kleinkrimineller sowie von ausländischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern mit der Todesstrafe sanktionierten. Deutsche Beispiele. Willy Dimde hatte angeblich unter der falschen Angabe, total bombengeschädigt zu sein, sich unberechtigt Geldbeträge und Bezugsberechtigungen erschließen. Er hatte sich am sogenannten Schleichhandel beteiligt und seinen Wehrpass verfälscht. Das Urteil, und deshalb zitiere ich es, nannte ihn nicht nur einen Schwerverbrecher, sondern stellte einen klaren Bezug zur Kriegslage her. Es machte deutlich, wie diese Juristen dachten. Ich zitiere, in einer Zeit, in der die Alterskameraden des Angeklagten ihre Pflicht gegen Volk und Reich an der Front und in der Heimat im kriegswichtigen Einsatz erfüllen, hat er es vorgezogen, sich aller Kontrolle der Arbeitsämter, der Polizei und der Wehrmacht zu entziehen und ein für die Kriegsentscheidung nutzloses Dasein zu führen. Zitat Ende. Ich habe lange überlegt, ob ich das als Titel für den Vortrag nehme, ein für die Kriegsentscheidung nutzloses Dasein, eine Formulierung, mit der ein Todesurteil begründet wird. Willy Dimde gehört zu den Letzten, die in Plötzensee am 18. April 1945 enthauptet wurden. Ein Kutscher, Paul Domnitz, hatte angeblich 6 Stück Rindvieh schwarz geschlachtet und das Fleisch zu sogenannten Überpreisen verkauft. Das war ein Verbrechen gegen die sogenannte Kriegswirtschaftsverordnung. Er wurde am 8. März 1945 zum Tode verurteilt und am 18. April 1945 in Plötzensee enthauptet. Auch hier ein Abschreckungsgedanke dabei. Unter der Überschrift Todesstrafe gegen Schwarzschlechter wurde das Urteil noch im April 1945 in der Presse veröffentlicht. Dies sind nur Beispiele der Todesstrafen gegen deutsche Staatsbürger.
Zwei tschechische Zivilarbeiter, Karel Hanslik und Josef Kotsch, hatten am 26. Februar 1945 nach einem Luftangriff 4 Anzüge, eine Jacke und eine HJ-Uniform gestohlen. Wirklich keine große Beute. Das Sondergericht 4 beim Landgericht Berlin verurteilte sie daraufhin als Volksschädlinge am 7. April 1945 wegen Plünderns zum Tode. Das Urteil gegen beide wurde noch am 18. April 1945 vollstreckt. Eine Gruppe von 13 vor allem französischen und griechischen Zwangs- und Zivilarbeitern hatte Einbrüche in Tabakwarengeschäfte verübt und als Postfahrer bei der Deutschen Reichspost Pakete gestohlen. 5 von ihnen wurden am 2. März 1945 zum Tode verurteilt. 4 der Urteile wurden am 13. April 1945 in Plötzensee vollstreckt. Und das Urteil wurde im sogenannten Völkischen Beobachter der NS-Zeitung noch am 23. März 1945 unter dem Titel Einbrecherbande abgeurteilt, der Öffentlichkeit mitgeteilt. Todesurteil wegen Einbruch. Eine andere Gruppe von 5 französischen Arbeitern hatte ebenfalls mehrere Einbrüche mit kleiner Beute begangen. Alle 5 wurden am 9. Januar 1945 zum Tode verurteilt. Und auch hier nicht nur das Urteil gegen sie, sondern aus der Begründung wird wieder ganz klar deutlich, was die Juristen mit diesen Urteilen bedeuten. Ich zitiere: Mit Rücksicht auf die erhebliche Anzahl der zurzeit in Deutschland von Ausländern begangenen strafbaren Handlungen verlangt auch der allgemeine Abschreckungszweck die härteste Strafe. Zitat Ende. Der allgemeine Abschreckungszweck, genau darum ging es auch bei den Urteilungen der Berliner Sondergerichte. Ein Sonderfall der Hinrichtungen in Plötzensee war ein von Josef Goebbels als Reichsverteidigungskommissar Anfang April 1945 eingesetztes Standgericht. Am 6. April ließ der NSDAP-Ortsgruppenleiter in Rahnsdorf zusätzliche Brotmarken an Mitglieder von NS-Organisationen ausgeben. Und als er sich weigerte, auch an die übrige Bevölkerung derartige Brotmarken zu verteilen, stürmten bis zu 200 erboste Frauen und einige Männer 2 Rahnsdorfer Bäckereien. Einer der Bäcker befürchtete, sein Laden würde verwüstet und gab dann das Brot am Ende selbst an die Menge aus. 2 Anwohnerinnen notierten die Namen der an der Aktion beteiligten Frauen und denunzierten sie bei der Polizei. Auch ein Tischler, der zufällig in einer der Bäckereien anwesend war, dort etwas reparierte und die Frauen verteidigt hatte, wurde angezeigt. Wenige Stunden später nahm die Gestapo 15 Personen fest. Einen Tag später trat auf Befehl von Josef Goebbels ein Standgericht zusammen, das 2 Frauen und einen Mann als Rädelsführer wegen Landfriedensbruch und Plündern zum Tode verurteilt. Wohlgemerkt, es geht um Brot. Max Hilliges und Margarete Elchlepp wurden noch in der Nacht zum 8. April 1945 in Plötzensee enthauptet. Gertrud Kleindienst, die dritte Verurteilte, wurde als Mutter von 3 kleinen Kindern von Goebbels zu einer 8-jährigen Zuchthausstrafe begnadigt. Goebbels notierte über diese ganzen Vorgänge in seinem Tagebuch, Zitat: Die Rädelsführer werden im Laufe des Nachmittags schon vom Volksgericht abgeurteilt. 3 werden zum Tode verurteilt, ein Mann und 2 Frauen. Bei einer Frau liegt der Fall wesentlich milder, so dass ich mich hier zu einer Begnadigung entschließe. Die beiden anderen zum Tode Verurteilten lasse ich noch in der Nacht enthaupten. Von der Tatsache der Verurteilung und Liquidierung der beiden Rädelsführer lasse ich die Rahnsdorfer Bevölkerung durch Plakate unterrichten. Und ich werde sie auch im Drahtfunk mit entsprechenden Kommentaren der Berliner Bevölkerung mitteilen. Ich glaube, dass das sehr ernüchternd wirken wird. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass in der nächsten Zeit in Berlin keine Bäckerläden mehr geplündert werden. So muss man vorgehen, wenn man in einer Millionenstadt Ordnung halten will. Zitat Ende. Die letzten Wochen in Plötzensee und in Brandenburg im April 1945 waren noch einmal von einer Vielzahl von Hinrichtungen gekennzeichnet. Scharfrichter Wilhelm Röttger und seine Gehilfen pendelten zwischen Berlin und Brandenburg. Am 10. April 1945 gab es in Plötzensee 8 Vollstreckungen. 3 Tage später eben dort 13 Vollstreckungen. Am 16. April waren die Henker in Brandenburg und vollstreckten 3 Todesurteile.
Am 18. April die letzte große Aktion in Plötzensee mit 33 Enthauptungen und am 20. April nochmal in Brandenburg 28 Vollstreckungen. Im Anschluss daran tauchte der Scharfrichter unter. Er starb kurz nach seiner Festnahme in Hannover im September 1946. Schon seit 1943 hatte sich die Lebenssituation der Gefangenen in Plötzensee immer weiter verschlechtert. Sie litten unter zu wenig Nahrung, unter mangelhafter medizinischer Versorgung und einer Überbelegung der Zellen. Bei den seit Ende 1943 immer häufiger werdenden Luftangriffen blieben die Gefangenen in allen Berliner Gefängnissen zumeist in ihren Zellen eingesperrt. Erst 1944 wurden sie teilweise dann in die Keller der Gefängnisse gebracht. Der Luftangriff am 3. September 1943 hatte unter anderem den Hinrichtungsschuppen getroffen. Schwerere Schäden gab es jedoch in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1943. Im Gefängnis gab es 8 Tote, 27 schwer und über 60 leicht Verletzte, darunter war ein Gefängnisbeamter. Im Anschluss daran stand für die fast 500 Gefangenen, die jetzt noch in Plötzensee inhaftiert waren, nur noch ein Drittel der vorher zur Verfügung stehenden Zellen zur Verfügung. Enge, Unterernährung und Kälte waren jetzt die ständigen Begleiter, da auch die Heizungsanlage schwer getroffen war. Die Todeskandidaten waren jetzt nicht mehr in dem weitestgehend ausgebrannten Haus 3 untergebracht. Das Haus 3 ist der Kreuzbau, den Sie hier sehen, sondern im dahinterliegenden Haus 4 und sie wurden von dort aus zur Hinrichtung geführt. Seit Februar 1945 wurde die Zahl der Häftlinge in Plötzensee mehrfach reduziert. Es gab eine Bestimmung des Reichsjustizministeriums seit Februar 1945, dass ungefährliche Gefangene bei Feindernährung aus der Haft entlassen werden sollten. Die Gefährlichen sollten der Gestapo übergeben werden oder im Notfall durch das Gefängnispersonal selbst erschossen werden. Unter Beachtung dieser Regelung sandte der letzte noch in Plötzensee verbliebene Gefängnisbeamte, ein Obergerichtsvollzieher, Herr Runge, am 20. April 1945 eine Liste mit 31 Namen von Untersuchungsgefangenen des Volksgerichtshofs an den Oberreichsanwalt, ob diese Gefangenen, Zitat, im äußersten Fall entlassen werden können. Das war der 20. April. Es ist unglaublich, dieses Schreiben jemals seinen Empfänger erreichte. Einige der Gefangenen wurden jedoch am 24. April 1945 auf der Haft entlassen, andere am 25. April 1945 von der Roten Armee befreit. Doch am 22. April, wie gesagt, Berlin war eingeschlossen, überall war der Donner sowjetischer Geschütze zu hören, versuchte die Gefängnisleitung, die Zahl der Gefangenen zu verringern. Und dann gab es eine paradoxe Situation, denn natürlich versuchten auch andere Direktoren anderer Berliner Gefängnisse, die Zahl ihrer Häftlinge zu verringern. Und so wurden am Morgen des 23. April noch Häftlinge aus dem Zellengefängnis Lehrter Straße auf dem Weg in das Strafgefängnis Plötzensee gebracht. Einige politische und etwa 20 unpolitische. Es waren keine Fahrzeuge mehr zur Verfügung. Es war alles in Agonie und Auflösung begriffen. Die Häftlinge mussten zu Fuß gehen, von der Lehrter Straße zum Gefängnis Plötzensee am Westhafen. Einer, der dabei war, Paulus von Husen, berichtete später, Zitat, der vorschriftstüchtige Herr Regierungsrat, das war der Direktor des Gefängnisses in der Lehrter Straße, ließ uns zu dritt nebeneinander fesseln und dann wurde rechts und links noch eine Längskette durchgezogen, so dass eine untrennbare Kolonne entstand. Diese wurde gegen 11 Uhr von einigen Wachtmeistern auf die Straße in Richtung Plötzensee getrieben. Als zweimal russische Tiefflieger ganz niedrig die Straße entlang strichen, sprangen die Wächter in Haustüren und ließen die ihnen anvertrauten Gefangenen, die wegen der Ketten nicht in Deckung laufen konnten, erbarmungslos auf der Straße stehen. Nach einer Stunde bereits kamen wir in Plötzensee an, das etwas außerhalb des Stadtrandes im Freien liegt. Man sah brennende Häuser. Geschütz- und Gewehrfeuer zeigten an, dass um den Stadtrand weiter östlich gekämpft wurde. In Plötzensee wurden wir durch lange Gänge und mehrere Eisengitter getrieben. Man ließ uns endlos lang auf dem Gang stehen, schnauzte uns an und ließ uns warten. Schließlich kam ich zusammen mit einigen anderen in eine ganz erträgliche, wenn auch enge Zelle. Wir waren froh, zusammen zu sein und uns nicht allein graulen zu müssen. Über die Nacht berichtet er,
Abends und die ganze Nacht über war an- und abschwellendes Artilleriefeuer zu hören. Gegen 22 Uhr hörte ich bereits nicht allzu fern Maschinengewehre. Man merkte, dass die Russen vorankamen. 23. 24. April. Und dann war es auch tatsächlich so, dass die ersten Granaten auch im Gefängnis Plötzensee einschlugen. Es gab mindestens einen Toten und mehrere Verletzte. Die Häftlinge aus diesem Zellengang wurden dann verlegt. Paulus von Hufen über den 24. April. Zitat: Es sind jetzt im Verlauf einiger Stunden ein paar Dutzend Granaten auf den Hof und in Gebäude gegangen, die ich von meinem Fenster nicht sehen kann. Vereinzelt knarrt von ganz nah Maschinengewehrfeuer auf. Es ist eines der schlimmsten Tage meines Lebens, denn in einer verschlossenen Zelle im zweiten Stock eines Riesengebäudes beliebigem Artilleriefeuer ausgesetzt zu sein, ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Gerade knallt ein Maschinengewehr ganz scharf auf, als ob es nur 100 Meter entfernt wäre. Einzelne Kugeln klicken gegen die Gefängnismauern. Mittags brachte mir Pfarrer Buchholz im Stahlhelm die heilige Kommunion und versprach, morgen erneut zu kommen. Zitat Ende. Der Gefängnispfarrer setzt sich einen Stahlhelm auf und bringt den Gefangenen, egal ob evangelisch oder katholisch, die heilige Kommunion. Am 25. April gibt es eine fast surreale, anmutende Situation. Paulus von Hufen. Zitat: Die Nacht war bei herrlichem Mondschein anfangs mit Gefechtslärm erfüllt. Der Himmel wurde rot von Feuerschein und beim Morgengrauen über der Nordostecke der Stadt eine riesige Rauchwolke. Vor dem Frühstück brachte Pfarrer Buchholz mir die heilige Kommunion. Nachher wieder Artillerie und Flieger bei dem wonnig schönen Sonnenwetter. Vor meinem Fenster steht eine eben ergrünende Linde und die Vögel singen und zwitschern und kümmern sich um das Geschieße überhaupt nicht. Kurz vor Mittag verschärft sich die Kampftätigkeit. Die Russen schonen offenbar das eigentliche Gefängnis und beschießen nur die Nebengebäude. Ein Zeichen großer Menschlichkeit. Dichte Rauchwolken über der Stadt. Der Rauch wird so stark, dass die Sonne verschwunden ist und es aussieht wie ein trüber Regenhimmel. Zitat Ende. Aus dem Norden der Stadt kam das 79. Schützenkorps der 3. sowjetischen Stroßarmee, das bei Tagesanbruch den Hohenzollernkanal an der Plötzenseeschleuse unter dem Schutz schwersten Artilleriesperrfeuers genommen hatte und sich dann dem Gefängnis Plötzensee näherte, bevor es das nördliche Ufer des Westhafens einnahm. Ein schwer umkämpftes Gebiet. Brücken waren vermint, gesprengt, überall waren Scharfschützen. Gegen 15 Uhr waren die sowjetischen Soldaten im Gefängnis. Paulus von Hufen, Zitat: Gegen 16.30 Uhr schaute ich aus dem Fenster der Zelle. Auf einem der entfernteren Gefängnishöfe sah ich eine Anzahl Menschen in Bewegung. Dann konnte ich unterscheiden, wie einer auf den anderen einschlug. Das musste wohl ein Russe sein, der einen Gefängniswärter prügelte. In dem Augenblick hörte man das russische Hurra schallen, das wie Sphären- und Engelsmusik in meinen Ohren tönte. Ich sah noch, wie sie auf dem Hof einige Gefängniswärter durch Kopfschuss erledigten. Dann hallten ihre Schritte im Gebäude und das Klick-Klack der von ihnen der Reihe nach geöffneten Zellentüren werde ich nie vergessen. Die Gefangenen strömten aus den Zellen und umarmten sich gegenseitig und mit den Russen. Es war ein unvorstellbares Freudengetobe, wie es sich auf Erden wohl nicht überbieten lässt. Alles ging sofort unter Mitnahme der Sachen auf den Hof. Allenthalben lagen dort die Leichen der Gefängniswärter umher in großen Blutlachen um die grünen Uniformen. Einige wurden auf Antrieb von Gefangenen noch vor unseren Augen umgebracht. So grausig dies kaltblütige Morden war, so erklärlich war nach meinen eigenen Erfahrungen die Wut der Gefangenen. Zitat Ende. Ein hochkarätiger Jurist, der so etwas formuliert. Bei den Getöteten handelte es sich um Wärter aus dem Haus 4, in dem die zum Tode verurteilten und politischen Gefangenen untergebracht waren. Die Gefangenen selbst sollen an den Tötungen der Gefängnisbeamten nicht beteiligt gewesen sein. Und die Angaben über die Zahlen der durch die sowjetischen Soldaten Getöteten, diese Zahlen schwanken zwischen 4 und 14. Das ist der Unsicherheit, der Unübersichtlichkeit der Situation geschuldet.
Die Gefängnisverwaltung von Plötzensee ging in den 1950er Jahren davon aus, dass es 4 oder 5 getötete Wärter waren. Das 79. Schützenkorps der sowjetischen Armee nahm in Plötzensee bis zum Ende der Kämpfe um Berlin ihr Hauptquartier. Viele der befreiten Häftlinge verließen noch am selben Tag das Gefängnis und versuchten, eine sichere Obhut zu erreichen, obwohl der Kampf um Berlin noch nicht beendet war. Andere Häftlinge blieben, sie hatten keinen anderen Ort, bis zum Ende der Kampfhandlung auf dem Gelände des Gefängnisses und wurden dort von den sowjetischen Truppen versorgt. Walter Hammer, der intensiv sich mit Plötzensee beschäftigt hat, ging bei seinen Recherchen in den 1950er Jahren davon aus, dass mindestens 12 vom Volksgerichtshof Verurteilte in Plötzensee befreit worden sind. 12 Menschen, die ein Todesurteil bereits bekommen hatten, wo der Scharfrichter aber noch nicht zur Vollstreckung gekommen war. Mindestens ein Häftling überlebte die Befreiung nur kurz. Der Gewerkschafter Heinrich Körner wurde unmittelbar nach der Befreiung auf dem Weg zum Dominikanerkloster in Moabit von deutschem MG-Feuer tödlich getroffen. Andere, wie Max Bindel, verschwanden auf dem Weg in die Freiheit spurlos. Der Gefängnisgeistliche Peter Buchholz, eine unentbehrliche Stütze der Gefangenen, wurde nur für einen Tag von sowjetischen Soldaten festgesetzt und bald darauf vom sowjetischen Stadtkommandanten Bersarin als Beirat für kirchliche Angelegenheiten in den Magistrat der Stadt Berlin geholt. Im Nachlass von Peter Buchholz finden sich eine Vielzahl von Dankschreiben der Häftlinge. Wir können es uns heute nicht vorstellen, wie die Verhältnisse in Plötzensee tatsächlich in den Jahren 1944 und 1945 waren. Hinrichtungen waren an der Tagesordnung, Schwerstarbeit, Zwangsarbeit der Gefangenen in den Zellen, nachts bei Luftalarm nicht aus den Zellen herauskommend, zu wenig Essen, zu wenig medizinische Versorgung, alles in allem komplett menschenunwürdig. Die Berichte über die Plötzensee nach der Befreiung variieren stark, weite Bereiche der Inneneinrichtung waren zerstört. Als die Leiche des Reichspropagandaminister Goebbels, seiner Frau und seiner Kinder auf dem Gelände der Reichskanzlei gefunden wurden, wurden sie am 2. Mai 1945 zur Leichenschau in die ehemalige Wohnung des Direktors des Gefängnisses Plötzensee gebracht. Zitat: Die Leichen lagen auf einer abgerissenen Tür, dann wurden sie in einen großen Raum hineingetragen. Zitat Ende. Nach der Identifizierung durch Vizeadmiral von Voss wurden die Leichen für Foto- und Filmaufnahmen in den Gefängnishof getragen und bald darauf zur Obduktion nach Berlin-Buch gebracht. Josef Goebbels, am 30. April 1945 Reichskanzler für wenige Stunden, war an jenem Ort gelandet, an dem er noch 4 Wochen zuvor Menschen hatte ermorden lassen, die nur Brot haben wollten. Meine Damen und Herren, die Justizmorde am Ende des Zweiten Weltkrieges richteten sich gegen tschechische Widerstandskämpfer, deutsche Kommunisten, Beteiligte des 20. Juli 1944 und gegen viele, die das Regime kritisiert hatten. Ausländische Zivil- und Zwangsarbeiter wurden wegen Straftaten, die niemals ein Todesurteil gerechtfertigt hätten, aus generalpräventiven Gründen ermordet. Doch all dies konnte den Niedergang des nationalsozialistischen Unrechtsstaates nicht aufhalten. Für Plötzensee war der 25. April der Tag der Befreiung. Die 1944-45 an den Todesurteilen beteiligten Richter und Staatsanwälte wurden nach 1945 für ihre Taten nicht zur Verantwortung gezogen. Die Urteile des Volksgerichtshofs und der Sondergerichte wurden erst 50 Jahre später, 1998, vom Deutschen Bundestag aufgehoben. 50 Jahre später. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend und würde mich sehr freuen, wenn Sie am 19. Juli 2020 um 19 Uhr auf diesem Kanal sich dann den Vortrag von Professor Peter Steinbach über Eugen Bolz und den Widerstand gegen den Nationalsozialismus ansehen würden. Über alles Weitere, was Sie in diesem Jahr von uns noch zu sehen und zu hören kriegen, werden wir Sie bei sich den nächsten bietenden Gelegenheiten informieren. Vielen Dank.